So, da wären wir wieder mit einer neuesten Folge von The Witcher 3 Wild Hunt. In der letzten Folge sind wir ja hier hochgekommen und sollen jetzt dieses Monster im Wald vernichten, was auch immer da ist. Und das werden wir auch tun. Was ich hier rausgefunden habe, ihr seht es hier unten auf dem Boden schon so ein bisschen. Hier spawnen ein Haufen Schafe. Also wenn ihr Fleisch farmen müsst. Weltkarte. Kommt hierher. Nidavir. Ich zeige euch das mal kurz. Hier gibt es Schafe ohne Ende. Und zwar spawnen die immer wieder schnell. Man nehme das tolle Feuer. Und schnitzelt natürlich die ganzen tollen Schafe ab. Ihr seht, die droppen natürlich auch Fell. Aber hier oben spawnt schon wieder den nächsten. Und wenn ihr ein bisschen Zeit mit verbringt, könnt ihr natürlich jede Menge Futter farmen und werdet niemals ohne etwas zu essen dastehen. Aber gut, damit wollen wir uns jetzt natürlich jetzt nicht aufhalten. Wir wollen ja das Monster im Wald vernichten. Sind wir mal gespannt, worum es da geht. Vielleicht ist es ja dieses göttliche Wesen da, was wir gesehen haben. Aria. Oh, hier sind Gegner. Was zieht da seine Kreise? Ein Ghoul. Nee, das ist ein. Was ist das? Ein Wolf? Oh, ein Aalghoul, Level 14. Das ist, glaube ich, keine gute Idee. Aber was eine sehr gute Idee ist, ist mal die Skillpunkte zu verteilen. Einen haben wir noch. Einen haben wir noch. Oh, wir können hier sogar noch was einsetzen. Warum haben wir das denn nicht eingesetzt hier? Nein, das war der falsch. So, müssen wir das hier einsetzen? Ja. Okay, das mussten wir sogar hier einzeichnen. Ich würde mal sagen, wir tun unser Schild ein bisschen aufbauen, damit es ein bisschen mehr aushält. Beziehungsweise. Nein, komm, ich will das skillen hier. Ich habe doch Punkte zu verteilen. Hey. Ach so, falsche Taste wahrscheinlich. Fertigkeit erwerben. Jo. Gut, das werden wir jetzt mal nicht auswählen. Was können wir denn hier eigentlich noch holen? Armbrust bewegt 25% mehr Schaden. Aktuelle Ausdauer zu niedrig und Zeichen mit Hilfe von Adrenalinpunkten. Ah, okay. Auch nicht schlecht. Das wäre vielleicht auch mal. Ah, okay. Vielleicht werden wir da den nächsten Skillpunkt reinsetzen, damit wir HP regenerieren, während wir außerhalb des Kampfes sind. Natürlich sehr, sehr coole Sache. Ja, Schild schmeißen wir mal an. Komm, hol mal Plätze. Ich weiß zwar nicht, wie lange das noch ist, aber lieber mit Plätze als ohne. So. Oh. Enemies. Halt. Weltkarte. Ja, mir wurde ja der Tipp gegeben, dass wir einfach mal noch ein paar Fragezeichen machen sollten. Warum denn nicht? Weil es gibt natürlich einen Haufen Erfahrungspunkte. Oh Gott, was ist denn da? Langsamer. Was war das Los, eben? lauf! War das ein Wasserweib? Ich habe dieses dumme Gefühl, wir haben hier in dieser Gegend nichts zu suchen. Ist schon der zweite Gegner, der mit Totenkopf angezeigt worden ist. So. Nochmal Schild ausbauen. Oh. Ah, jetzt natürlich, das ist natürlich dein Gebiet hier, gell? Aber komm noch raus. Oh, hab ich gerade ein Loch gehabt? Oh Gott. Oh, schön das Zeichen vorbeigesetzt. Das war natürlich uncool. Oh, die macht auch einen Haufen Schaden, ne? Leck mich doch am Sack. So. Wasservibe. Das war's mit dir.
Na, jetzt hänge ich schon wieder in diesem Loch drin. Looten wir erstmal diese Olle. Und dann natürlich das, worauf wir sie abgesehen haben. Für Schatz. Okay, was auch immer das ist. Auf jeden Fall haben wir es jetzt. So, jetzt gucken wir nochmal. Haben wir noch ein Fragezeichen hier in der Nähe? Da oben haben wir noch eins und da unten ist eins. Komm, dann gehen wir zuerst dahin, bevor wir das. Beziehungsweise ist ja eh auf dem Weg dann. Wunderbar. Blitze. Komm her. Nein, renn ich weg, Blitzen. Ich brauch dich davon. Ah, diese scheiß Giftdinge sind natürlich jetzt nicht so gut für mich hier. Ich hoffe, ich verrecke jetzt nicht daran. Ich hau mir schon Oliven rein und alles, was nur geht. Oh, was ist da los? Oh, Wölfe. Vielleicht unten mit so wenig HP. Alter, wie schnell das Wetter jetzt umgeschlagen hat. Was ist denn hier los? Ich glaube, das hat nichts Gutes zu bedeuten. So, Oliven und Himbeersaft. Welch tödliche Mischung. Oh, 19 Sekunden regeneriert das HP wieder. So, wir gehen mal hin und speichern kurz. Und jetzt geht's. Jetzt können wir jetzt erstmal unsere Axt richtig testen. Jetzt werden wir erstmal diese Hundis auseinandermetzeln. Wow. Grandios geil. Ja, ich würde sagen, diese Axt macht etwas Schaden. Ey, da waren eben 200 Wölfe. Wo seid ihr denn hin? Seid ihr alle weggerannt? Wozu haben wir denn die Hexersinne? Da oben sind sie. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, was mache ich denn hier? Erstmal abfackeln. So. So, der Schlimme ist schon mal weg. Himbeersaft ist Intus. Und die letzte wollen wir auch noch. Guckt euch bloß nichts ab von mir. Das ist momentan echt nicht das Gelbe vom Ei, was ich hier abliefer. Ah, egal, solange es erfolgreich ist. Schild schmeiße ich wieder an. So, jetzt kommen wir natürlich in das Gebiet mit dem. Ich speichere einfach viel zu oft. Das habe ich mir vielleicht schon Final Fantasy damals abgeguckt. Ich glaube, ich habe auf meiner PlayStation 2 bei Final Fantasy 10 eine Million Spielstände gehabt. Weil ich könnte ja mal was Falsches interagiert haben und da muss man natürlich wieder zurück. Und von einem anderen Spielstand anfangen. Ein Werwolf. Geh fort! Geh fort! Die Mächte beugen sich nicht. Dieser Werwolf gibt mir natürlich richtig auf den Sack wahrscheinlich. Oh Gott. Ja, momentan sieht es ja noch ganz gut aus. Aber meistens, wenn wir das sagen, ihr kennt's, dann kriegen wir richtig auf den Sack. Oh, jetzt rennt er weg, oder das? Nein, nicht, auf keinen Fall. Das lassen wir nicht zu. Kehr um. Ein Werwolf, Mutter, gehen. Warum soll ich denn umgehen? Hey, kann man dich nicht looten? Ich will mit dir reden. Oh, da ist ein Stein der Macht. Magie. Ein Ort der Macht. Yes. Jetzt gibt mal wieder einen Skillpunkt. Und hier ist eine Höhle. Okay, auf eine. Oh Gott, ich habe Angst vor Höhlen. Aber zuerst noch den Skillpunkt verteilen, wenn wir schon mal einen dazu bekommen haben. So, was erwartet uns hier drin? Tritt zurück und komm nicht näher.
Aus Riva, das weiß jeder. Ich bin Geralt aus Riva. Ob ich das wegbrennen kann? Die Mächte, die mich schützen, spüren, woher du kommst. Warte, da können sie von mir aus können sie spüren, woher ich komme. Ich bin Geralt aus Riva, ich sag's dir sogar. Oh, eben habe ich schon gedacht, das wäre so ein tödlicher Nebel wieder. Aber wenn ich da draußen bin, werde ich wahrscheinlich erstmal hingehen und werde. Oh, eine Schatztruhe. Ne, auftauchen ist ja auf B. Wahrscheinlich erstmal einen Trank herstellen, damit ich im Dunkeln sehen kann. Das ist ja wieder total Abfuck hier. Jetzt gucken wir natürlich erstmal mal mit den Exzessen. Ich glaube, nee, die haben wir nicht. Die Schatztruhe haben wir nicht untersucht. Mariborwald. Komm hoch, Gary. Nein, ich darf es auch so. So, jetzt müssen wir gerade mal kurz gucken. Wie heißt denn dieser? Ich glaube, das war. Weißer Honig war es nicht. Drachentrauer, diese Bombe. Grünes Mutagen. Ja. Erstellen. Aus Mutagen. Werwolf-Absund. Ah, das hätten wir auch herstellen können, eben gegen diesen Werwolf. Mittagserscheinung. Nein, Greifen-Absund wollen wir auch nicht. Ah, wir haben schon einige ans Rezepte. Verfluchtenöl. Zur Anwendung auf dem Schwert, um zusätzliche Effekte im Kampf zu erzielen. Reliktöl. Selber. Schwalbe? War es Schwalbe? Nein, Schwalbe war das. Katze hieß es. Ihr besitzt bereits diesen Gegenstand. Na dann, wollen wir noch mal Katze benutzen. Hier, haben wir noch einmal. Wunderbar. Das hier noch einmal Katze. Jetzt sehen wir hier drin noch was. Ah, ich hätte mein Schild vielleicht anschmeißen sollen. Was willst du hier? Wozu das Blut vergießen? Die Leute haben Angst, ich verschwinde aus meinem Wald. Tod? Oder ist meine Freiheit dein Wunsch? Du sagst, ich könnte dich befreien? Du sagst, du seist gefangen. Wie das? Ich bin gebunden. Mit magischen Fesseln. Ich wandere endlos. Ein Blätterlabyrinth. Die Kinder. Ich weiß alles, was sie erwartet. Bitte befreie mich. Ich muss helfen. Wenn den Weisen etwas droht, helfe ich ihnen selbst. Die Kinder sind schon fort. Bitte befreie mich. Ich kann ein Sturm sein, ein wilder Galopp. Ich rette sie. Nur ich kann es. Ich muss darüber nachdenken. Was ist das? Warum ist sie gefangen mit magischen Fesseln? Die Mumen, vielleicht soll man ein bisschen nachforschen. Die Mumen, was weißt du über sie? Die Schwestern sind älter als die ältesten Bäume. Wählen ist ihr Reich. Alles Leben hier dient ihnen. Die Schwestern sind verborgen. Du wirst sie nicht finden. Sie hören alles. Es gibt kein Versteck. Warum glaubst du, dass die Kinder auf der Lichtung in Gefahr sind? Die Schwestern haben sie genommen. Sie kehren nicht zurück. Wohin haben sie sie verschleppt? Ich kann helfen. Es ist zu spät. Es gibt kein Zurück. Und keine Straße nach Artserbien. Sie werden alle sterben. Lass mich sie retten. Oh Gott. Ich weiß nicht, ob ich dir helfen soll. Ich muss darüber nachdenken. Ah,
ist das nur ein Trick? Ist das nur ein Trick? Ist das nur ein Trick? Ich werde dir helfen. Ich glaube dir nicht. Aber warum ist sie gefangen mit magischen Fesseln? Ach, Alter, ich werde dir helfen. Wenn du die Weisen von der Wiese retten kannst, helfe ich dir. Ich werde sie finden. Befreien. Öffne die Tür meines Käfigs. Blut ist mein Entkommen. Es braucht ein Ritual. Das Schwarz von Rabenfedern. Das Weiß meiner Knochen. Und ein schnelles Ross. Eine Stute wild und frei. Von einer Wiese muss sie sein. Dunkel wie eines bodenlosen Brunnens Tiefe. Schwarz wie die Nacht selbst. Nur so ein Tier. Sammle diese Dinge und bring sie mir. Okay, Rabenfedern, Knochen. Ein Pferd. Wozu brauchen wir ein schwarzes Pferd? Das Tier und ich werden eins. Wie einst. Wir sind der Sturm. Nichts kann uns halten. Ein wildes Ross von feuchten Wiesen. Okay, das kriegen wir hin. Deine Überreste, wo sind deine Überreste? Meine Knochen liegen in einem einsamen Hügelgrab. Nicht weit, gen Westen. Ich habe die Rabenfedern. Finde meine Überreste und bring mir ein Ross. Ein Ross, schnell wieder. Ja, ich hab's mitbekommen. Ich komme wieder, wenn ich alles habe. Ich hole alles, was du verlangst. Dann komme ich wieder. Vielleicht kriegen wir dadurch einen extrem mutanten Pferd oder so. Des Hügels, zum verrotteten Herz des Baums. Durchstich mein Herz. Lass Blut fließen. Um aufzuerstehen, muss ich erst verschlungen werden. Geh jetzt, kehre durch den Gang zurück, den ich geöffnet habe. Sehr liebensgewürzig. So, das klingt mal nach einer Herausforderung. Coole Sache, ey. Boah, das Schwarz-Weiß. So, wo muss ich hin? Darüber. Okay. Ich glaube, da können wir auch ohne Blitze hin. Vielleicht hätten wir einfach mal nachgucken sollen, ob die Kinder noch da sind. Wenn sie nicht mehr da sind, dann hat die vielleicht recht gehabt. Wir bauen hier gerade keinen Scheiße zusammen. Alter, warum haben wir so wenig Schaden? Wow, du Bitch. Bam! Schön den Kopf weggehauen. So muss das sein. So. Wir müssen irgendwo die Ersatzteile legen, oder? Scheinbar. Ist die Frage, sehen wir das, obwohl die Katze hier am Start ist? Ach, da ist was. Da ist ein Grab. Jetzt mal eine Ziegenmilch drauf trinken. Seltsame Knochen. Sehen nicht menschlich aus. Ein Wildpferd. Alles klar. So, die Ziegenmilch hält noch an. Die Ziegenmilch hält richtig lang an. Wie cool ist das denn? Na, kommen wir den Berg hoch? Kommen wir den Berg hoch? Komm, gib alles, Gary. Nach Regen aus. Echt? Hat er gesagt, von der feuchten Wiese. Das hat auch was, dieses ganze Landleben hier in Schwarz-Weiß. Oh Gott. Ach, 112 Fuß noch. Plötze, komm her. Oh, da habe ich ja ein Pferd. Los, lauf! So, jetzt versuch mal rauszufinden, welches bekackte Pferd hier schwarz ist.
Das heißt, wir könnten eigentlich, jetzt weiß ich auch, für was dieser Trank gut ist. Da gibt es ja so einen Trank, der alles auflöst, was man genommen hat. Genau das Ding. Inventar. So, das war da oben dieses Ding. Oh, ich sehe wieder alles. So, okay. Ein schwarzes Pferd. Und zurück mit dem Pferd. Oh, das sieht doch schon cool aus. Diese schwarze... Oh, Blitze. Bitte sei jetzt nicht eifersüchtig, ja? Ich habe keinen Bock auf Gezicke. Oh, hoffentlich kriegen wir dann so ein Übermutantenpferd, was einfach alles zerstört. Was schreit denn da hinten immer so? Los, los! Es kam aus dem Osten, ne? Ah, ich muss ja in die Höhle rein, okay. Mit dem Pferd? Aber ich hab's doch gezähmt. Dieses bekackte Pferd will hier nicht reingehen. Komm schon! Ah, jetzt. So. Ich hoffe, jetzt wird es nicht so blutig. Bereit, wir können anfangen. Lass mich auf Rabenschwingen fliegen. Leg die Knochen auf die Federn. Leg alles unter mein Herz, das du durchbohren musst. Und bring das Ross. Jetzt könnte ich noch zerstören. Beginnen wir einfach mal mit dem Ritual. Hier sind die Rabenfedern. Einst war ich frei. Ich werde wieder frei sein. Hier sind deine Überreste. Einst war ich Fleisch. Ich werde wieder Fleisch sein. Schwarzes Blut, okay. Gerade eben habe ich Besuch von meiner Katze bekommen. So, rote Augen. Alter, wie geil ist das denn? Ich habe gesagt, ich kann ein Pferd. Befreie die Kinder. Ja, ein Wort muss gehalten werden. Hey, 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 ich will auf dich aufsteigen. Nein, ich habe gerade gesagt, Geist gehört jetzt mir. Kein Geist, der fällt für mich. Ja, Moment, ich muss gerade mal die Katze loswerden. Ah, Katze, verhelle dich bitte nicht jetzt hier. So. Hast du Proviant? Ich bin hungrig wie ein Wolf. Ich habe euer Problem gelöst, aber meidet den Flüsterhügel trotzdem für eine Weile. Ist nicht wahr. Da hat was gelauert? Der Baum war ein böser Geist saß in dem Baum auf dem Hügel. Er hat die Leute getötet. Wie hast du ihn vertrieben? Ich musste gegen nichts und niemanden kämpfen.
Ich habe den Geist einfach befreit. Du hast was? Das Böse befreit, damit es jetzt frei herumstreifen kann? Ich habe getan, was getan werden musste. Und wenn es zurückkommt? Dann bitte die Herrinnen des Waldes um Hilfe. Die Muhmen, ihr nennt sie Herrinnen des Waldes, sagten, ich soll den Lohn von dir fordern. Sicher weißt du, was sie meinen. Ja, das weiß ich. Gib mir den Dolch. Bin gleich zurück. Oh Gott, was hat er vor? Sag er sich, der bringt es selber um. Aua! Ein Ohr! Boah, sieht das eklig aus. Die Bezahlung. Bring sie den Herrinnen, ja? Was zum Teufel war das? Das ist der Pakt. Du kennst das Leben hier nicht, Fremder. Dies ist die Bezahlung für ihren Schutz. Die ganzen Ohren im Wald sind also... Vergiss es, Meister. Du ziehst bald weiter, aber wir bleiben zurück. Und unsere Kinder und deren Kinder. Über Wählen wachen weder Herren noch Götter. Es ist Niemandsland. Wer überleben will, muss seinen eigenen Schutz suchen. Oh, 250 Erfahrungspunkte. Jägerstiefel. Jägerhandschuhe. Deswegen hat die auch dieses Ohr auf dem Bild in der Hand. Und ihr seid so anders als auf dem Wandteppich. Nun, her damit. Vorne raus. Los, Gary, zück dein Schwert. Du warst wieder nicht gehorsam. Wir sind barmherzig, aber du hast die Kinder entkommen lassen. Sie wollten nicht fliehen. Es hat ihnen hier gefallen. Sie haben gespielt. Deine Strafe muss hart sein. Still jetzt. Wir müssen mit dem Weißhaarigen sprechen. Haben wir doch alles richtig gemacht. Ich glaube, das sind hier die bösen Mächte im Wald. Die Frau, die für die Kinder sorgt. Sie trägt eine Schuld ab. Sie ist freiwillig hier. Sie ist verrückt. Sie wusste, was unser Pakt bedeutet, als sie ihn einging. Wir halten ihr. Sie versprach uns zu dienen. Jetzt trägt sie das Zeichen. Sie ist unser. Es ist doch eine andere Frau, die dich interessiert. Sprich, Weißhaariger. Nein, ich will nicht darüber meine weißhaarige Frau sprechen. Ihr habt mich benutzt, ihr Schweine. Ihr habt mich den Flüsterhügel zähmen lassen. Das war viel Arbeit. Nichts ist umsonst, tapferer Mann. Hast du die bösen Mächte vernichtet? Unserem Reich Frieden gebracht? Ich habe den Geist, der im Baum gefangen war, befreit. Hört ihr das, Schwester? Verräter! Sie hat die Kinder entführt. Sie war es. Wir hatten eine Abmachung. Ich sollte den Dorfbewohnern helfen und habe meinen Teil erfüllt. Jetzt sind sie sicher. So, übers Ohr gehauen hast du uns also. Ja. Ihr gnädigen Damen, das habe ich.
Wozu braucht ihr die Kinder? Wozu habt ihr die Kinder gebraucht? Gebraucht? Wir? Sie haben uns gebraucht. Unsere Fürsorge. Du hast sie in große Gefahr gebracht. Wir können ihnen nicht helfen, wegen dir. Hörst nur, Schwestern, alles zu seiner Zeit. Ich kann keinen Kreaturen vertrauen. Im Wandteppich habt ihr anders ausgesehen. Wir haben uns für dich hübsch gemacht. Wenn du wüsstest, wie lange wir vor dem Spiegel gestanden haben. Begehrst du uns? Oh ja, voll. Ihr wisst, warum ich hier bin. Ihr wisst, warum ich hier bin und was ich will. Du wirst von uns träumen und um das bitten, was du jetzt ablehnst. Das tun alle. Oh Gott, ja, bestimmt. Unser Abkommen. Mein Teil ist erfüllt. Jetzt seid ihr dran. Ein Wort, das wir geben, halten wir auch. Das Mädchen. Aschblond. So nennen sie das. Fingerdünn, verstört und erschöpft, konnte kaum stehen, das arme Ding. Wir sorgten für sie so gut wir konnten. Als wäre sie unsere eigene Tochter. Vergebliche Liebesmüh, ein ungezogenes Mädel. Verschlagen, bockig, selbstsüchtig. Wo ist sie jetzt? Ich glaube euch nicht. Ihr haltet angeblich immer Wort. Also sagt mir alles genau so, wie es passiert ist. Wir sagen es dir, tapferer Junge. Tapferer Junge könnte ich mal eine Backpfeife geben. Eine Respektschelle. Wir wussten, dass jemand so von dir was kann. Wir lasen die Eingeweide und sahen die Omen. Wir sahen ihr Ebenbild wie eine Fata Morgana in einer Pfütze. Sie kam aus dem unteren Sumpf. Zuerst wussten wir nicht, dass sie die Angekündigte war. Ein Kind des älteren Blutes, der gesäte Samen, der zur Flamme wird. Die Hängebrüste hat. Sie fiel uns in die Hände. Und die genauso. Älteres Blut. Das Blut der Verräterin. So sieht Ciri also jetzt aus. Schläft sie jetzt? Wie ein Lamm. Kommt, Schwestern, nicht getrödelt. Der Tisch ist gedeckt. Der Kessel brodelt. Das dürfen wir nicht. Sie ist doch für ihn. Imlerit kriegt sie, ja, ja. Aber nicht am Stück. Gut gesagt. Wir werden nur mal kosten. Ich will ihre Füßchen. So dick. Perfekt für eine Brühe. Oh, ich kann sie schon schmecken. Wunderbar. Geh schon. Das sollst du bereuen, Mädchen. Bitter bereuen. Oh Gott. Die Jagd ist hier schon. Oh, jetzt spielen wir uns wieder. Oh, wo ist das denn? Er ist gekommen, dich zu holen. Ein Bild von ich. Alter, was war denn jetzt? Was war denn das bitte? Ach, ich soll fliehen, hab's nicht geschafft. Ich soll gar nicht kämpfen. Okay, das sind aber ein Haufen Gegner. Komm zurück! Komm zurück!
Er ist gekommen, dich direkt zum Mühlen. Oh Gott, die können sich auch noch porten. Das sind also die Hexen vom Buckelsumpf, ja? Ich glaube nicht, dass die Rehe gewappnet ist gegen die wilde Jagd. Nicht in diesem Zustand. Hingelegt. Und wieder 3 Tage ohnmächtig. Ihr wolltet sie töten, sie schlachten wie ein Tier und dann fressen. Ihr Blut und ihr Geschmack haben uns an unsere Jugend erinnert. Älteres Blut, außergewöhnliches Mädchen, wie du weißt. Wie schade, dass sie geflohen ist. Damit kommt ihr nicht davon. Ihr habt versucht, sie zu töten. Das vergebe ich euch nicht. Sinnloses Gerede. Unsere Schicksale sind für wahr verbunden. Doch das trägt jetzt noch keine Früchte. Jetzt sollst du Schatten jagen und im Nebel wandern. Wenn du sie siehst, wird sie ein Trugbild sein. Und wenn du sie findest, dann wird sie sterben. Wir sehen uns, hübscher Ritter. Nein. Komm, ich will die jetzt töten. Nein, warum sind die weg? Ah, so ein Shit. Ja, und wie soll es anders sein? Ein schöner Hintergrund wieder, genau zum Folgenende. Toll. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Daumen hoch, würde mich freuen. So ein bisschen Feedback tut jedem immer ein bisschen gut. Und haut rein, bleibt lustig. Ciao.